Servus Leute, was geht ab? Ich bin's euer Shishamü. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich was richtig Besonderes für euch, für die besondere Community. An dieser Stelle erstmal danke an Noah Hule und an HukaDM Dominik. HukaDM ist ein Instagrammer, der jetzt auch YouTube versucht. Schaut mal bei ihm gerne vorbei. Heute geht's um einen Test von einem speziell russischen Tabak. Es wurden nur ca. 10.000 Einheiten hergestellt. Ich zeige mal, wie das Ganze aussieht. So sieht das Ganze aus. Liefert bitte so ein Päckchen. Da drin befindet sich dann der Tabak. Das Ganze nennt sich Blackburn Hooligan. Ist in Kooperation entstanden mit dem russischen Blogger Noah Hule. Das Ganze war auch Tabak des Jahres 2019 in Russland. Auf der Hookah Club Show. 250 Gramm kosten in Russland 22 Euro ungefähr umgerechnet. Das Ganze ist ein Toasted Burley, also sprich gerösteter Burley. Deswegen geben wir dem Ganzen auch richtig Hitze. Es dampft schon richtig hier oben wirklich. Und wir schauen, was der Tabak so kann, was er drauf hat und ob der wirklich so gut ist. Weil wenn er schon russischen Preis gewonnen hat, dann muss er auch wirklich pervers sein. Blackburn gibt es in drei Lines. Einmal B3. B3 ist Low Price Virginia. Dann gibt es den Burn Tobacco. Burn Tobacco ist Virginia, normale. Und dann gibt es den Blackburn. Und Blackburn ist Toasted Burley. Das Ganze wird auch hoffentlich, ist mal geplant, nach Deutschland kommen. Ist auch der Grund, warum ich den Tabak vorstelle. Und natürlich, weil es ein limitierter Tabak ist. Und wirklich nochmal danke, Dominik, dass du mir die Chance gegeben hast, das Ganze zu reden und mir einfach mitgebracht hast. Und danke auch an Noah Hule, weil von ihm hat er das Ganze und hat gemeint, er soll es mal ein paar deutsche YouTuber, Blogger rausschicken oder rausgeben. So, der Tabak soll schmecken nach Dr. Pepper. Da ich ja so einen Heidendurst habe, würde ich sagen, ich hocke hier so ein bisschen hippelig heute, weil ich ein bisschen erkältet bin, würde ich sagen, wir probieren den ganzen Tabak. Aber bevor ich dazu komme, zeige ich kurz den Grundtabak. Ist ein sehr feiner Schnitt, ist ein braun, dunkelbraun gehaltener Tabak, also Burley. Und ein bisschen überschüssige Molasse hatte ich, aber wenn ihr das Ganze ein bisschen offen stehen lässt, zieht es nochmal ganz ein. Wichtig ist, wenn ihr an Blackburn kommen solltet, Leute, dann macht den Tabak auf, lässt den 2-3 Tage mal stehen, weil dann ist das Ganze intensiver. Also am Anfang ist er nicht so intensiv, wenn man ihn direkt brauchen will. Natürlich schmeckt er, aber ist nicht so intensiv. Ich würde mal sagen, kommen wir mal zum direkten Vergleich. Also der Blackburn ist auf jeden Fall intensiver vom Geruch her. Dr. Pepper ist so wie Cola Kirsche. Schmeckt auf jeden Fall süß. Weniger Kohlensäure. Jetzt schau mal, wie sich der Tabak so bemerkbar macht. Also ist auf jeden Fall interessant. Riechen tut das Ganze nach Cola mit bisschen Kirsche. Bei Dr. Pepper ist es so, dass man da die Kirsche ein bisschen mehr hervorriecht und dann das Cola. Aber von den Inhalten her ist es sehr ähnlich. Übrigens, Blackburn wurde davor in Amerika hergestellt, mittlerweile in Russland. Die Produktion ist von Oktober 2019. Mal sagen, kommen wir zum Geschmack. Also mir jetzt erstmal habe ich Dr. Pepper probiert, dank Blackburn, ja. Ich wusste nicht, was genau ist, was für Cola das ist. Und Dr. Pepper schmeckt eigentlich gut, ja. Am Anfang war es ein bisschen ungewohnt. Aber jetzt kommen wir mal zum Tabak. Was mir direkt aufgefallen ist, das Ganze lässt sich sehr, sehr angenehm rauchen. Also nicht wie Burley gewohnt, das knallt oder so. Ein bisschen knallt tut schon, aber jetzt nicht so krass. Also das Ganze sehr, sehr smooth zum Rauchen. Kühle habe ich hier gar nicht. Und der Geschmack ist so krass, der entfaltet sich wie so eine Explosion. Also erst habt ihr so die Cola und dann kommt die Kirsche. Eine richtig geile Mische, wirklich richtig geiler Tabak, sehr spezieller Tabak.
Und ich muss ehrlich sagen, ich rauche ihn zum ersten Mal gescheit. Davor habe ich ihn nur mal gemischt gehabt. Da das ja auch limitiert Tabak ist, sehr besonders, also werde ich ihn nur zu besonderen Anlässen rauchen. Jetzt fragen sich bestimmt viele von euch, wie unterscheidet er sich zu Dark Side oder zu Must Have, ja? Also Dark Side hat ja eine starke Grundtabaknote, habe ich hier gar nicht, also man schmeckt gar nicht, dass es Burley ist. Wenn man ihn mir so bauen würde, in einer Bar oder so, würde ich denken, okay, also ganz normaler Tabak, nur ein bisschen stärker halt, ja, vielleicht wegen Setup würde ich mir denken. Also geschmacklich merkt man gar nicht, dass es Burley ist. Bei Dark Side schmeckt man die Eigengeschmacknote. Man merkt auch, dass es ein bisschen stärkerer Tabak ist durch den Geschmack. Wer Burley raucht und im Vergleich zu Virginia wird wissen, was ich meine. Must Have ist süßlicher gehalten und der Blackburn ist die ideale Mitte, sage ich jetzt mal, ja. Also nicht zu süß. Man schmeckt aber auch kein Grundtabak raus. Ist eigentlich sehr grundsolider Tabak, wirklich sehr guter Tabak. Und ist auch so der beste Tabak aus Russland, was ich bis jetzt geraucht habe. No front an die anderen Hersteller, ist auch geil. Aber Blackburn ist andere Liga. Mit Hitze kommt der super zurecht. Ihr seht, das Ganze raucht brutal einfach. Hier ist alles zugequalmt. Und die Frage, die sich natürlich stellt, was für ein Setup brauche ich eigentlich? Also rauche ich hier mit meiner Nuda Veritas, dem ADH-Kopf, was ich schon vorgestellt habe, den der E-Hayat, eine Smokebox aus Russland, was ich mir auch noch vorstellen werde, drei Kohlen auf Vollkontakt, gib ihm. Aber jetzt kommen wir zur Frage, was sie wirklich stellt. Würdest du den Tabak nochmal kaufen? Oder würdest du den Tabak kaufen? Sagen wir mal so, gekauft habe ich ihn ja nicht. Habe ich jetzt zur Verfügung gestellt bekommen. Auf jeden Fall, wenn es ihn in Deutschland geben würde, würde ich ihn kaufen. Vorausgesetzt, er ist nicht so übertrieben teuer. Also übertrieben teuer meine ich jetzt 30 Euro oder so, ja. Also ich würde maximal ausgeben 23, 24 Euro. Aber dann auch für 200 oder 250 Gramm. Ich habe hier nur 100 Gramm, weswegen ich auch sparsam mit dem Tabak umgehe. Und ich habe jetzt einfach den richtigen Zeitpunkt abgewartet, um den Tabak vorzustellen. Und ich hoffe auch, dass er dieses Jahr oder gegen Ende des Jahres auf dem deutschen Markt erscheint. Wäre echt wirklich brutal. Die haben auch richtig krasse Sorten. Also schaut mal bei Noah Hule und bei Burn Tobacco auf Instagram nach. Noah Hule hat auch richtig geile Bilder, hat auch eine geile Shisha. Also einfach mal abchecken auf Instagram und natürlich Hookah DM auf Instagram abchecken und auf YouTube. Also sein neues Video ist jetzt seine Pfeifenkollektion. Das Video geht 34 Minuten. Einfach mal abchecken, Leute. Ist ein Ehrenmann. Und ja, der Tabak ist geil, ist solide und er hat den Titel verdient, weil ist bis jetzt wirklich der beste russische Tabak, den ich geraucht habe. Natürlich kommt es auch bei dem Tabak ein bisschen drauf an, wie man ihn baut. Wenn man ihn richtig brutal in einem kleinen Funnel baut, mit richtig viel Hitze, mit klein meine ich die Durchmesser, dann knallt er noch mehr. Im Solaris habe ich ihn noch nicht probiert, aber ich finde, im Funnel läuft er schon richtig gut und im Solaris wird der Safe auch laufen. Und ja, wenn ihr den Tabak habt, bitte tut ihn umpacken. Ja, viele machen das nicht, die lassen die Tüte, aber mich stört das. Deswegen packt es um in so ein Einmachglas, dass auch die Aromen nicht flöten gehen. Weil Tüten sind, egal wie dicht sie sind, immer etwas undicht und Goethe ist dichter. In diesem Sinne, meine Freunde, ihr seht schon, Alter, ich bin echt erkältet. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich unten abonnieren. Oben kommt zum letzten Review, was ich gedreht habe. An dieser Stelle nochmal danke an Noah Hule und an Hookah DM, dass ihr mir den Tabak zur Verfügung gestellt habt. Ist echt ein brutaler Tabak.